Hallo und herzlich willkommen ab in den Schnee. Après-Ski mit Quelle, das kann nur gut sein, ne? Ja, ich weiß, der Grüße hier an die Schattennase, der lacht gerade sich einen Ast weg. An meiner Seite der großartige Starkiller, der ja ein Mann der Berge ist. Dass ich das Lachen auch nicht verkneifen kann gerade. Und ich bin ein Mann der Kohlenberge. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und muss den Scheiß jetzt spielen. Ich wundere mich, wenn du jetzt gerade sagst, so Mann der Kohlenberge, warum spielst du kein Minecraft? Weil es keine Kohle, Kohle, Kohle. Du bist übrigens auch eine Referenz, die wird nie alt. Mhm. Ich hoffe, ihr genießt diese geile Musik. Die hat so ein bisschen was, als wäre es Pumuckl-Niveau. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Auf den Skiern, auf den Bergen und die ganzen Alpen. Lalalala. Kümmer mich auch da, ich synchronisiere das. Gut, dann fahr du mal Ski, ich kredenze wieder mal die Namen. Gerne. Falls ihr wissen wollt, bevor jetzt die Namen kommen, ob da noch mehr passiert. Ja, jetzt. Deshalb heißt das Spiel ja auch Winterjagd. Das ist so scheiße. Mhm. Wahrscheinlich in Schweden ist das immer, in Schweden und Finnland ist das Kult. Ja gut, bei Ikea ist es tagtäglich, ne, als Bildschirmschoner zu sehen. Nicht das Ballparadies? Nö. Auf jeden Fall der Mountainman, der jagt ja gerne seine Hirsche. Skihand, das ist der Originalname übrigens. Ja gut, das ist ja immer noch passend. Ja eben. Deer Hunter wäre natürlich jetzt auch putzig. Da habe ich doch was Schönes auf dem iPad mal gezeigt auf dem alten Kanal. Wie dem auch sei, Ski Dodgem. Okay. Skijagd passt, ne? Mhm. Aber der nächste Name ist ja mal wieder ein, ich muss sagen, geniale. Bist du schon fertig oder wie? Nee, ich spiele noch. Achso, okay. Achso, stimmt, ich schaue ins falsche Bild, Entschuldigung. Ich bin ja gerade auf einer gewissen Internetseite, da ist ein Standbild zu sehen. Auf jeden Fall der nächste Name, der ist ja mal wieder sehr weit hergeholt. Der heißt nicht Skihand, sondern Skyhand. Und wo wir gerade beim Thema Rechtschreibfehler in Englisch sind, Winter Vocation. Soll das eigentlich Bären darstellen oder Wölfe oder? Also, das könnte auch hier so eine Mischung aus Grizzlybär, Werwolf und was weiß ich was. Schlumpf sein. Ah, für mich ist das also, um es mal zu sagen, so bescheuert sich das anhört, das ist wieder so schlecht, das ist schon wieder guter Trash. Mhm. Ja, ja. Das hat schon wieder was. Oh, wir spielen das wahrscheinlich durch. Ja, wobei, ich weiß nicht, Peter wird, glaube ich, das Spiel nicht so mögen. Ach, du meinst die Peter, du meinst nicht den Peter Lustig. Der so ein Kinderfreund ist. Ha! Total. Der die Kinder um sich schart wie andere Leute, was weiß ich was, Hämorrhoiden. Ich dachte jetzt, du machst jetzt die Überleitung, aber das dürfen ja nur SPD-Politiker. Ja, das dürfen nur SPD-Politiker oder ehemalige SPD-Politiker. Ja, ist es ja immer noch. Das ist ja der Witz. Also SPD-Politiker ohne Immunität. Oh, geil. Jetzt muss Miezekatzen jagen. Ja, das stimmt, das dachte ich gerade auch. Jetzt. Jetzt bin ich wieder bei Minecraft, so bestimmt ein Ozelot. Das glaube ich nicht. Obwohl, wenn es ein Ozelot wäre, könnt ihr jetzt hier auf dem Amazon-Link euch einen Ozelot-Pelz gerade verdienen. Grüße an Peter übrigens. Mhm, aber nicht lustig. Die sind jetzt, glaube ich, nach dem Gag auch nicht mehr lustig, ne? Ne. Machen sie die ganzen Models nackig und immer dumme Witze. Ja, wenn ihr mir den Models mal was zu essen geben würdet, würde mich das vielleicht auch interessieren. Ich wollte gerade sagen, die meisten Models sind so mager, da will man sie nicht nackig sehen. Nee. Da gibt der Ocelot aber schon selber auf. Obwohl, jetzt muss ich wieder so mal an Kate Moss an ihre schlanken Tage denken. Die hatten ja als Xylophon nehmen können damals. Hier den Knochensong von Monkey Island. Und wenn sie keine Musik gespielt hat, hatten sie so als Kleiderständer nutzen können. Ich hänge mal eine Jacke da an Becken hin. Jawohl, vergiss nicht, gar nicht so groß. Mein Zwerg ist halt jetzt auch nicht, aber für normale, ne?
Hätte es ja nicht gereicht. Was ist denn das? Dann stellst du halt auf den Stuhl, was soll's. Oh, jetzt, boah, geil, jetzt hier, Kombi-Attacke. Oh, der erste Combo hier, Angriff. Bang, also. Aber hallo hier, ne? Also, vor allem, es hat mehr als ein Level. Ja, das ist schon für Quelle, ist das schon, hat man schon viel getan. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr das jetzt mit einer richtigen Musik unterlegt habt, dann Knaller. Schiefer. Oder die lustige Musik von Hansi Hinterseher. Dann schon lieber Wolfgang Ambros. Den kenne ich nicht. Ja, das war ja Skifahren. Ach so. Das war das, was sie immer im Hochsommer gespielt haben damals. Ja gut, es gibt's, ich vergiss nicht, wir haben auch Sommer-Skispringen mittlerweile, also so gesehen. Auf einer Matte. Und auch Sommer-Biathlon und sowas. Auf Rasen. Natürlich gibt's Sommer-Biathlon in der Südhalbkugel, da ist ja dann wieder Winter. Wir wissen noch gar nicht, was das ist. Oh, jetzt will's aber der Elch wissen. Mhm. Die wissen schon, was es ist. Die praktizieren das nur ein bisschen anders. Die Zielscheiben sind so beweglich wie hier. Aber vielleicht keine Tierchen. Oh, da hat's aber einige. Oh, jetzt kann ich mal, ich mache jetzt mal Highspeed. Mhm. Ach, du hast dein Atari jetzt mal auf das Dreifache beschleunigt. Jetzt. Hast du das gesehen? Wenn das so ganz schlecht aussieht, das ist wie so ein Laserschuss. Guck dir das mal an. Ja. Das ist ja auch beschissen gemacht. Das, meine Damen und Herren, ist Trash. Mhm. Und dann die grünen Berge im Hintergrund. Oh, ich hab noch, was war das? 5 Leben? Ach du Scheiße. Monty Python-Fans werden jetzt denken, das sind bestimmt die beiden Gipfel des Kilimanjaro. And now something completely different. It's. Falls ihr da draußen Monty Python-Witze nicht mehr versteht, ihr seid zu alt für den Kanal. Oder so. Komm, mach mal einen Witz aus Little Britain, das verstehen sie eher. Da kenne ich keine Witze. Das ist das Traurige, ich kenne da keine Witze. Stimmt, da müsste jetzt irgendeiner mit so einem Braunbär rummachen oder so. Rudi könnte nur dazu sagen, der Computer sagt nein. Ja, warte mal, kann ich sogar noch aus dem Screen raus? Warte mal. Best Scrolling ever. Das ist geil. Das ist doch mal eine Challenge. Wie oft schafft man das im Game? Wie oft schafft man das, ohne von der Katze getroffen zu werden? Oh, war's das? Guck mal, das ist ein RJPG-Game. Irgendwas haben sie vertauscht, aber ist egal. Irgendwie sind die Buchstaben nicht ganz so in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Aber ich muss einfach mal sagen, hier Winterjagd, das so sage ich jetzt, und da müsst ihr jetzt einfach mal auch hart sein, hier gibt's eine Kaufempfehlung. Am besten du untermalst das nochmal mit einem Hall. Kaufempfehlung. Nee, also das ist jedenfalls, mal kann man sagen, guter Trash. Wobei ich mir nicht vorstelle, dass man das nach einer halben Stunde noch zocken will, aber... Gut, nur wir beide machen sowas. Ich habe ja den Vorteil, ich muss nur zuschauen. Mach doch eine Highscore-Challenge. Oder wer kann am besten den Screen von A nach B glitschen? Wer findet das versteckte N? Sollen wir einfach mal den nächsten machen? Ich will endlich mal wieder richtig Quelle-Qualität. Dann machen wir mal das nächste. Komm. Bis gleich. Ciao. Ciao, ciao.